So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses ist der Dicke, eine neue Folge Unboxing. Ich wollte wieder ein paar Pakete sammeln, ein bisschen Post sammeln, ein paar Bestellungen sammeln. Fanpost ist auch dabei. Jetzt eben kam ein Paket, da hat Pupsi schon die ganze Zeit drauf gegeiert, weil sie gesagt hat, ich habe dir was bestellt. Wenn das kommt, du musst das unbedingt am selben Tag sofort auspacken. Eben war die Post geklingelt, jetzt kam sie rein, hat mir das hingestellt und gesagt, pack das jetzt aus. Das heißt, ich kann die anderen Sachen auch nicht länger zurückhalten. Ich muss das alles auspacken. Und was das ist, das seht ihr hier. Ignoriert mal die GZSZ-Bettwäsche, die ist auch von Pupsi, aber ich schlaf damit, ne? Wenn ich mal hier und so und alles. Und dann guckst du dir das an und sagst, was ist das denn für ein Haufen? Und hier diese ganzen Pokémon-Karten noch, wo ich jetzt gerade mal merke, die Kartons sind voll dünn und die Kartons sind voll dick. Und dann ist hier so ein Ding drauf und hier nett. Sind das jetzt noch ganz alte? Das habe ich auf jeden Fall irgendwo noch in dem Beutel hier gefunden. Das können wir aber mal extra machen in einem anderen Video, weil das ist ja ein Pokémon-Thema an sich. Das hier alles möchte ich jetzt aber auspacken, fürs Thumbnail mal kurz dastehen, was das alles ist und vor allem, was Pupsi da reingemacht hat. Wie immer ohne Hose, aber ich glaube, ich muss mir noch eine Schere holen, weil ich sonst gar nichts habe, um das aufzumachen. So, falls das erste Thumbnail nichts wird, haben wir hier ein improvisiertes zweites Thumbnail so gehalten. Stellen wir das mal ab und gucken dann, ob das gut in Szene ist. Ich muss jetzt aber erstmal die Schere holen und dann kommen wir gleich zurück für diesen Stapel. So, das ist der ganze Stapel an Paketen, den wir jetzt haben zum Auspacken. Wir legen es mal dahin. Ich würde sagen, wir fangen mit dem kleinsten oben an, was da drauf ist. Das ist ab 18. Ich glaube, ich weiß, was da drin ist. Das müsste ein Film sein, den ich mir selber bestellt habe. Genau, das ist Keanu Reeves in John Wick 4. Da war ich im Kino, obwohl ich den dritten Teil eigentlich richtig doof fand. Den ersten Bombe, den zweiten okay, den dritten richtig kacke. Sind wir trotzdem in den vierten Teil gegangen. Das Muttertier ist ja heftiger Keanu Reeves Fan. Den fand ich so krass, der hat mich so überfordert. Von der ersten bis zur letzten Minute einfach nur pure Action und dann in Überlänge. Also das ist Action. Da steht nicht nur Action drauf, da ist auch Action drin. Der hat mich komplett rausgenommen. Interessante Charaktere. Meine Filmempfehlung für Action-Fans, wer den noch nicht geguckt hat, John Wick 4 kommt hier rüber. Haben wir hier was? Weiß ich nicht. Ich reiße es einfach auf. Ich schmeiße es mal dahinter. Ach so, da steht Metamark drauf. Dann weiß ich es doch. Da müsste jetzt ein Spiel drin sein. Obwohl ich, seitdem ich meine PlayStation 4 habe, noch nicht einmal PlayStation 4 gespielt habe. Und das ist jetzt schon 3 Jahre her. Habt ihr hier das Spiel Ghost of Tsushima? Kennt ihr Ghost of Tsushima? Das ist ein Spiel ab 18. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Keine Ahnung, um was es da geht. Letztens habe ich aber einen Artikel, wurde mir angezeigt auf dem Handy. Jetzt zugreifen, nur für kurze Zeit. Spiele günstiger, bis zu 91% billiger. Und da war dieses Spiel runtergesetzt von 69,99 auf 4,99 €. Und das war das einzigste Spiel, was so günstig war. Es waren viele noch für 10 Euro, 19 Euro, 20 Euro dabei. Das war ein Spiel für 4,99 €. Und aufgrund dieses heftigen Angebots habe ich zu Pupsi gesagt, komm, das holen wir uns einfach mal. Sind ja nur 5 Euro, selbst wenn es kacke ist. Kennt ihr das? Ghost of Tsushima? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Wann ich das mal spielen werde, weiß ich nicht. Dauert bestimmt noch. Dann haben wir hier ein Paket, weil wir letztens ja, glaube ich, ein Video geguckt haben von Marc Gebauer. Marc Gebauer, der Typ mit Schmuck und mit Parfüm und mit so anderem Zeug, der hat ja jetzt irgendwie seine eigene scharfe Soße kreiert. Denn wir haben letztens ein Video geguckt, wo die so Schärfe-Wettessen gemacht haben und da hatten die auch die scharfe Soße von Marc Gebauer dabei. Und ich habe dann mal in den Marc Gebauer Fanshop reingeguckt und gesehen, okay, der hat scharfe Soße selber kreiert. Die möchte ich mal testen. Ich mag ja scharfe Sachen. Deswegen habe ich mir jetzt hier diese Marc Gebauer Danakil Hot Sauce Extra Ale bestellt. Die sieht so aus, die Marc Gebauer Soße. Wo ich sagen muss, das Etikett
wirkt richtig billig. Weiß ich nicht. So ein richtig altes, pappiges Etikett, so richtig halb ausgeblichen. Also, das sieht auf jeden Fall nicht so krass aus. Das sah besser aus, als das im Laden, also auf der Seite gezeigt wurde. Aber so, Scoville-Skala 1,5 Millionen bis 2 Millionen. Die muss also richtig brutal sein. Und neben dieser, neben der, ach, das heißt nicht Extra Ale, das heißt Erda Ale, keine Ahnung, gibt es auch noch diese Marke Bauer Danakil Hot Sauce, Dabahu. Das ist die Dabahu Hot Sauce in einer richtig komischen Flasche. Die ist bestimmt nicht so scharf, deswegen kannst du die dir schön überall drauf rotzen. Da steht nur Hot, bei der anderen steht Danger. Wichtig wäre auf jeden Fall der Geschmack. Rolex zu gewinnen, jetzt an der Marke Bauer Hot Challenge teilnehmen und eine Rolex gewinnen. Alles klar, da weißt du Bescheid. Das wird mal getestet in einem extra Video. Aber wir haben noch was anderes gefunden. Ihr kennt ja vielleicht alle diese Hot Chip Challenge, die die ganzen Leute machen. Marke Bauer hat sich nicht lumpen lassen, hat seinen eigenen Hot Chip entworfen. In einem schwarzen Karton. Hot Chip, Danakil, Don't Let the Heat Get to Your Head, 18+. Auch hier, das ist ein alter, rotziger, pappiger Karton. Das Bild ist einfach nur so draufgeklebt, krumm und schief. Ich dachte, das ist ein richtig hochwertiger, schöner Karton, aber dass er so extra draufgeklebt ist da, sieht das auch wieder irgendwie richtig billig aus. Wir können das mal kurz hier aufmachen, wir können mal hier reingucken. Seht ihr, das ist der Marke Bauer Chip. Der soll angeblich 9 Millionen Scoville oder so haben. Also viel schlimmer sein als die ganz normalen Hot Chip Challenges mit 2 Millionen Scoville, müsste das der Todeschip Deluxe sein. Der wird auch irgendwann mal getestet. Für den ganzen Marke Bauer Stuff habe ich hier, glaube ich, 50 Euro bezahlt. Da stehen natürlich wieder keine Preise drauf, ey. Marke Bauer, jetzt neu. Habt ihr die Marke Bauer Soße auch schon mal probiert? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Kommen wir mal zu einem Fan-Paket hier vom Flex 007 Flex 23 hatte was geschickt. Das müssen wir mal hier aufmachen. Da ging es, glaube ich, um diese Take-Off-Energy-Dinger-Drinks. Ich weiß gar nicht, wie ich das hier aufmachen soll. Schlitz jetzt mal hier so rüber. Bin immer noch erkältet. Versuche das jetzt oben rauszuziehen, nachdem ich aber hier nochmal reinschneide und hier nochmal reinschneide. Hab jetzt schon Rückenschmerzen, weil ich total verkrüppelt hier sitze und so nach hinten hängen die ganze Zeit. Also angenehm ist es auf jeden Fall nicht. Bin auch irgendwie unzufrieden, muss ich sagen, mit der Location zum Unboxing. Ist jedes Mal ein Krampf hier wieder, das mit der Belichtung irgendwie hinzukriegen und mit dem Rest. Deswegen keine Ahnung. Da sind zwei Dosen drin. Den Rest schmeißen wir weg und jetzt bin ich mal gespannt. Der Hannes hat ja hier dieses Zombie-Attack gefunden an einem Bahnhof. Ich habe hier diese von der Katze diese Dose mal gefunden. Und dann hieß es, es gibt noch andere Sonnen. Es gibt noch eine mit dem Dschungel und es gibt noch eine mit Aliens. Jetzt hat der Flex gesagt, wenn er mal wieder welche sieht, denkt er an mich. Bin ich mal gespannt, was das ist. Das ist die Dschungel. Die Jungle Maniac Take Off. Starring and Featuring Mango Maracuja Energy Drink. Könnt ihr euch noch an die Zombie Attack Dosen erinnern? Die waren auffällig, die waren richtig genial. Die Katze habe ich, das hat gefehlt, das habe ich noch nicht gesehen. Wenn das andere jetzt das Alien ist, dann ist es auf jeden Fall richtig brutal. Wenn es nochmal der Affe ist, dann ist es auch genial, weil dann kann ich das nächste Mal, wenn der Hannes kommt, mit dem Hannes das noch testen, dass der Hannes einen Affen trinkt und ich auch einen Affen trinke. Und es ist der Affe. Das ist nämlich ein Gorilla Warfare. Gorilla Warfare. So. Kennt ihr diese Dosen? Kennt ihr die vierte Sorte mit dem Alien? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Ich bin total gespannt. Die Katze teste ich noch beim Hannes. Das teste ich auch noch. Danke. Flex. 007 Flex. Adischatz. Guckt mal, wer da ist. Adischatz. Schnüffel mal am Karton. Genau. Pass aber auf, tu dir nicht die Nase kaputt machen. Das geht schnell. Ja, du bist immer so ein Wilder. Schieb mal wieder hin. Rücken tut weh. Gucke ich jetzt hier. Da steht Asia for Friends. Das müsste was von Uzi sein, was sie bestellt hat. Die ist ja jetzt auch auf diesem
Asia-Trip hängen geblieben, will immer da Samyang-Nudeln und so Zeug haben. Isst jetzt immer gern so Schinken-Hackröllchen, wo sie sich Samyang-Nudeln noch mit ranmacht. Ihr ist das trotzdem alles zu scharf, deswegen hat sie hier diese Lovely Hot immer bestellt. Die gibt's irgendwie nicht mehr. Auf der Yum-App gibt's irgendwie auch gefühlt gar keinen Samyang mehr und nix. Im Rewe ist jetzt auch immer ausverkauft, deswegen schauen wir mal hier rein. Hier ist ein Päckchen Samyang Curry drin. Dann ist eine Packung Samyang Buldak Cheese drin, meine Lieblings-Samyang Buldak Nudeln. Dann ist noch eine Packung Samyang Buldak Cheese. Sie hat ja gefragt, ob ich noch was brauche, dann soll ich noch mal gucken. Ich habe mir noch mal eine Packung Stew Type ausgesucht. Nicht, weil die gut geschmeckt hat, das war eine der schlechtesten Sorten, weil das ja so ein Eintopf ist, weil ich die Tüte aber brauche. Ich möchte jetzt diese Tüten in einem Ordner sammeln, damit ich jede Sorte Samyang irgendwo in der Tüte mal habe. Und die Originalen, die schwarzen, weil die habe ich, glaube ich, auch gegessen, weggeschmissen, habe jetzt überall nur noch rot und den ganzen Mist. Ich möchte aber die normalen Samyang Buldak, mit denen alles angefangen hat. Dann hat sie hier noch irgendwas Poggi Schoko Banana Flavor, da ist ein kleines Äffchen, das sind so... ja, Stangen zum Essen, so Schokoladen, Banane, Stangen zum Essen, also irgendwas Süßes. Und irgendwelche Puddings. Ein Mango-Pudding, Litchi-Pudding, Honey-Melon-Pudding, Strawberry-Pudding, Litchi-Pudding, Orange-Pudding. Warum ist Litchi zweimal drin? Da sind noch verschiedene Puddings für Pupsi, also auch was Süßes aus dem Asia-Shop. Adi, Schatz. Dann gehen wir weiter zu dem. Und hier steht... Sunchan Kwon Düsseldorf. Das müsste auch irgendwas für mich wieder sein. Ich blick schon gar nicht mehr durch, was man immer alles bestellt und woher das denn alles kommt und was es denn alles ist. Und ist es meins überhaupt? Vielleicht ist das auch wieder von Sandra. Ich habe jetzt alles durcheinander und du kommst auch gar nicht dazu, was zu testen, weil du immer zu krank bist. So, hier steht jetzt Samyang 4 Gramm Wa Bibimyeon und Samyang Buldak Makgani Curry. Ich glaube nicht, dass das von mir ist, oder? Ist das von mir? Ist das von Sandra? Samyang Curry. Ein Beutel, eine Soße, ein... keine Ahnung, ich... echt, das ist so ein Fertiggericht wahrscheinlich, weil hier steht in der Mikrowelle erwärmen oder im Topf. Machst das so rein, das ist so Soßenbeutel, Suppenbeutel, Soßenbeutel erwärmen und dann essen. Zu halt diversen Reisgerichten und anderem Zeug. Und was das ist? Samyang Plum Pineapple Apple Pier. Vier. Samyang vier Früchte. Ist das scharf oder sollen das Nudeln sein mit Fruchtsoße? Also es wird immer brutaler, immer spezieller. Sieht aus wie Nimm 2 hier in der Hand, aber ja, tu mal das mal weg. Haben jetzt hier das Paket, deswegen ist Pupsi so ausgerastet. Deswegen nehmen wir das als letztes. Geben euch noch dieses hier von Redbubble. Eine Redbubble-Tüte. Wo hier hinten auch so ein Bär drauf ist, der hier Skateboard fährt und er hat hier noch so ein Ghetto Blaster am Start. Das müssten jetzt Kissenbezüge sein. Jetzt habe ich es schon verraten, die ganze Spannung ist weg. Das müssten Kissenbezüge sein, aber mit Kissen gleichzeitig dazu auch irgendwie von Samyang, weil ich auf so einer komischen Fake-Seite irgendwelchen Schrott entdeckt habe und dachte, das sieht so cool aus. Das will ich unbedingt haben. So, das ist ein Kissenbezug. Ein Samyang Kissenbezug mit dem Hähnchen hier, mit der Kugel, mit der Bombe, wie es auf der Too Spicy Verpackung ist. Und das ist nicht nur vorne drauf, das ist sogar auch noch hinten drauf. Das finde ich auf jeden Fall cool. Hier kannst du das auch aufmachen. Und dann habt ihr noch einen zweiten Kissenbezug mit Samyang 3 Spicy. Too Spicy, nur das Hühnchen, 3 Spicy mit der Packung gelb umrandet, mit Flammen obendrauf, auch wieder beidseitig. Die fand ich cool, da hatten sie noch viele andere, du hättest ein rosanes Carbonara-Kissen haben können. Das sind die Kissen wohl vakuumisiert, vakuumverpackt,
dass da keine Luft dran kommt oder halt einfach nur klein und dünn. Wir können ja schnell mal eins aufmachen. Betonung liegt auf schnell. Ja, seht ihr das? Jetzt ist da Luft dran gekommen, plötzlich ist das nicht mehr so zusammengeschossen, sondern schiebt sich schön auf. Und das müsste ja jetzt auch passen, weil da stand ja direkt dran, nur Bezug oder Bezug und Kissen. Ich habe Bezug und Kissen genommen. Das müsste also original passen, wenn ich das jetzt hier rein steck. So, die Ecke ist oben drin. Die Ecke ist fast oben drin. Die Ecke ist auch irgendwo. Ah, die versteckt sich. Wir machen das jetzt hier noch zu. Dann hoffen wir auf ganz lange, dass dieses Samyang-Kissen in Ehren gehalten wird. Am besten nur als Deko, nicht drauflegen, nicht kaputt machen. Das ist jetzt ein Samyang-Kissen. Ist das nicht korrekt? Ist das nicht cool? Irgendwas wollte ich sagen. Guckt euch dieses Samyang-Kissen an. Ich find's stark. So auf dem Sofa stehen ist auf jeden Fall ein Hingucker. Das finde ich genial. Guckt euch Adi an, der genießt schon wieder. Adi, nicht das Essen, du weißt, das ist nicht gut. Adi, nein. Adi, Schatz. Bin ja froh, dass es dir so gut geht und du so bist wie immer. Deswegen mach einfach, was du denkst, du wirst schon wissen. Adi, Schatz, dein Ohr ist umgeknickt. Ihr seid ja hier, ihr passt ja auf, dass nichts passiert. Das andere Kissen ist dann genauso. Das packe ich jetzt nicht ein. Das ist auf jeden Fall, ich finde das cool. Ich finde das cool, ihr hättet euch auch ein Carbonara-Kissen bestellen können. Ich wollte das aber haben. Ich packe jetzt das Ding von Pupsi aus. Und dann kann ich ja trotzdem das letzte Kissen noch zusammenbasteln. Die Zeit ist halt noch. Die Zeit nehmen wir uns. Ich habe schon gelesen, hier steht drauf Mexican Tears. Mexican Tears ist die Seite, wo ihr eure eigenen Chili-Soßen zusammenstellen könnt. Könnt aus ganz vielen verschiedenen Rubriken verschiedene Sachen auswählen. Zum Beispiel erstmal die Chili-Schote, die Chili-Sorte, die reinkommen, wie Carolina Reaper oder Habanero oder Thai oder was weiß ich. Dann könnt ihr irgendwie noch ein extra Gewürz nehmen. Ihr könnt noch Zitronengras rein oder Knoblauch oder Banane oder Heidelbeeren oder lauter Sachen. Dann noch was ganz Spezielles, dann noch was anderes, dann noch hier, dann noch da. Selbst einen Namen für die Soße bestimmen. Was soll ich zuschicken lassen? Das haben wir schon mal gezeigt. Die Adi Hot Sauce und die Molly Hot Sauce. Jetzt weiß ich nicht, was Pupsi vorhatte. Entweder hat sie neue Soßen kreiert und Habanero genannt. Jonas Habanero. Oder sie hat einen Adventskalender bestellt, dass ich nicht immer zu Weihnachten Bier trinken soll. Und hat einen Chili-Soßen-Adventskalender bestellt von Mexican Tears. Das würde ich jetzt nicht so fühlen, weil ich esse so viel scharf. Ich möchte zu Weihnachten immer ein Bier täglich trinken. Oder die haben vielleicht auch so ein Chili-Soßen-Tasting-Set mit verschiedenen Soßen als Pack zum Probieren. So wie ich mich mit Hannes durchprobiert habe durch verschiedene Chili-Tastings und wir immer wieder traurig waren, dass es alles nur noch Essig geschmeckt hat. Ich mach's jetzt mal auf, ich gucke jetzt mal rein. Nein! Wo ist mein Bier? Warum? Eben Marie. Marie noch gesagt, es gibt noch gar keine Kalender, es ist doch gar nicht Weihnachten. Und es ist, was ist es? Es ist ein Weihnachtskalender. Es ist ein Chili-Soßen-Kalender. Es ist wirklich Chili-Soßen-Adventskalender. Mexican Tears. Alter Schweizer, Zutaten. Unglaublich leckere Soßen in jedem Türchen. Mix dir deine Chili-Soße genau. Hier Ingwer, Zwiebeln, Oregano, Koriander, geräucherte Paprika, Zitronengras, Zimt, junge Jungle-Pfeffer, Kokosnuss, Curry, Knoblauch, Rosmarin. Da sind Sachen dabei von 1.000, 5.000, 6.000, 30.000, 30.000, 240.000, 400.000, 600.000 und 800.000. Carolina Reaper. Pimente, Esplette, Chipotle, Jalapeno, geräucherte Amarillo, Amarillo, geräucherte Habanero, Habanero, Wood, Eulogia, Trinidad, Scorpion, Carolina, Reaper. Also 24 sind es hoffentlich. 24 Chili-Soßen von Mexican Tears. Aber wie soll man das machen? Immer aus dem Bier-Adventskalender ein Bier
und aus dem Soßenkalender eine Chili-Soße. Oder, wenn Hannes da ist, testen wir einfach alle Soßen hier in einem großen Video. Und das ist dann ein Weihnachts-Special-Video, wie ich mit Hannes mich durch diesen kompletten Kalender durchteste und nicht jeden Tag ein Türchen aufmache und eine Soße esse. Ich würde lieber den Bier-Adventskalender täglich bringen, täglich ein Bier genießen, bewerten, machen, in schöner Stimmung. Und das vielleicht trotzdem als ein dickes, fettes Weihnachts-Special-Video dann raushauen, wie ich mit Hannes mich durch den kompletten Chili-Soßen-Adventskalender von Mexican Tears teste, die alle zeigen, die alle vorlesen. Also, es ist auf jeden Fall eine feine Sache, ist auf jeden Fall cool, denn mir ist jetzt erst aufgefallen, egal ob es ein Kalender ist oder ob es ein Chili-Tasting ist, du kannst ja beides dafür verwenden, du kannst ja den Kalender auf ein Tasting verwenden. Dankeschön Pupsi, der war bestimmt auch mega teuer. Mexican Tears ist auf jeden Fall eine heftige Marke, die heftige Soßen herstellen. Da denke ich nicht, dass das alles nach Essig schmeckt. Das wird bestimmt richtig brutal. Wir werden leiden, Hannes wird leiden. Das kommt dann vielleicht als Weihnachtsspecial irgendwann. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses. Adi, Schatz. Adi. Achso, warte, ich wollte nur das Kissen einpacken. Aber der Adi liegt gerade auf dem Dings rum. Moment, wir müssen das jetzt noch irgendwie machen. Also brauche ich das hier, Adi, das, Adi, Adi, Schatz. Guck, wie flach das ist, so flach. Und dann gehst du daher und dann willst du das aufmachen. Oh. Und dann ist das am Ende des Tages, oh, ja, das ist so toll. Alles, was sie verschicken irgendwie, was da aus dem fernen Osten kommt, wird einfach immer vakuumisiert, dass das so klein ist, dass es keinen Platz wegnimmt, dass es in jede Hosentasche passt. Ne? Fertig. Bestellt euch mal einen Elefanten aus Hongkong. Der wird dann auch vakuumisiert. Dann könnt ihr da durch die Stadt laufen und dann macht es immer törö. Und dann macht ihr den Hosenstall auf und sagt, guck mal, mein Rüssel. Und dann nehmen sie euch wahrscheinlich mit. Aber das ist egal. Das ist dann erstmal zweitens. Jetzt machen wir das hier zu. Und das ist das noch schwarz oder ist das blau? So, und das ist das zweite Samyang-Kissen. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses, euer Adi. Adi, Schatz. Alles Gute!